Ja, ich kann mich natürlich in vielem, was jetzt gesagt wurde, anschließen. Was mein eigenes Statement in Media betrifft, so ist für mich, glaube ich, entscheidend der letzte Satz. Das mag natürlich daran liegen, dass meine Weltsicht eine technische ist und ich für entscheidend halte, wie gut sachlich und fachlich sich die linke Netzpolitik positionieren kann. Denn am Ende sind viele netzpolitische Themen, und das muss man, glaube ich, auch mal realisieren, technisch unterlegte Themen. Man kann es also nicht ignorieren, sondern muss positiv mit diesen Fakten umgehen. Das heißt, viele von den Gesetzesvorhaben, die geplant sind oder die noch kommen werden, haben eine technische Basis, die man verstehen, analysieren und hinterfragen muss. Dazu gehört für mich zu dem Fakt, dass man die Technik erstmal verstehen muss und auch vielleicht rüberbringen muss als Linke, auch, dass man sich nicht immer die Sprache aneignet. Das heißt aber nicht, dass man gleichzeitig stehen bleiben kann in der typischen linken Sprache, wie wir sie heute hier auch häufig gehört haben. Und ich glaube, dass wir da umdenken müssen. Wir sehen derzeit, dass ja alle Parteien für die kommenden Wahlkämpfe noch nicht so richtig Online-Wahlkampf machen können. Das funktioniert auch nicht so richtig. Da ist jetzt eine gute Chance für linke Netzpolitik, in diese Lücke zu stoßen. Dazu muss man aber vorher, glaube ich, ganz sicher identifizieren können, was werden denn die Schlachtfelder der nächsten 3 bis 5 Jahre sein? Und was sind die wichtigen und welche muss man hinten runterfallen lassen, wenn man nicht für alle Zeit haben wird? Also wo sind wirklich die Knackpunkte, woran sich andere Entwicklungen entscheiden werden? Die muss man identifizieren. Aus meiner Sicht ist das relativ klar und hat sich interessanterweise ja schon in der Enquete-Kommission, wo ich ja die Sachverständige für die Linkspartei bin, schon interessanterweise gleich herauskristallisiert, nämlich Netzneutralität, wo jetzt was passieren muss. Das bedeutet also, kann man nicht mehr auf die lange Bank schieben. Dann natürlich das geistige Eigentum, wo aus meiner Sicht ein Deadlock entstanden ist und wo gerade aus der Linken neue Ideen kommen müssen, die sicherlich auch ein bisschen technische Konzepte sein werden. Und zum Dritten natürlich die hier viel angesprochene Frage der Datensammlung, des Datenschutzes und damit zusammenhängende Datensicherheit. Ich bin der festen Überzeugung, dass man aus so einer Art Opferrolle raus muss, nämlich der Opferrolle der Repression, der Opferrolle der Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, dass man in vielen Punkten, gerade was technische und Gesetzesprojekte betrifft, ziemlich gute Argumente hat, womit man das Stück für Stück zerlegen kann. Das muss man aber tun. Und mit ein paar Andeutungen wird man da wohl nicht weiterkommen. Ich finde, es gab einige ziemlich gute Projekte, wo ich jetzt aus Sicht des Chaos Computer Clubs sagen kann, da haben wir mit der Linken sehr gut zusammenarbeiten können. Das sind so eine ganz klassischen Sachen wie parlamentarische Anfragen stellen, wo sich ja teilweise die Bundesregierung in den Antworten selbst desavouiert oder auch blamiert teilweise. Das hat ziemlich gut funktioniert, wenn man da auch mit Leuten, die die Technik sehr gut verstehen und sich die Tech-Specs auch mal ansehen, zusammenarbeitet und dann den Finger in die Wunde legt. Aber ich denke, die linke Netzpolitik wird nicht drum rumkommen, sich auch selbst mit den Techniken zu befassen. Ich glaube auch, dass die Zukunft von erfolgreicher linker Netzpolitik in Kampagnen liegen wird. Ja? Wir haben einige echt schlagkräftige gesehen. Das ist sicherlich der AK-Zensur und die damit zusammenarbeitenden Organisationen und Einzelpersonen. Das ist sicherlich der AK-Vorrat. Die Frage ist, warum sich da nicht explizit auch linke Netzpolitiker mit etabliert haben, denn so einige Parteimitglieder haben sich da organisiert und damit auch zurückgewirkt in ihre Parteiorganisationen. Das ist einmal ein Informations- und fachlicher Austauschpool, aber auch ein Lernpool für die Frage, wie Kampagnen funktionieren, was geht und was nicht geht und was man auch sozusagen sinnvoll anstoßen kann und wie man auch mal gewinnt. Denn also aus meiner Sicht habe ich nicht mehr Lust auf weitere Kröten zu schlucken, sondern würde gerne öfter mal auf der Gewinnerseite stehen, weswegen so eine Kampagnenarbeit aus meiner Sicht, glaube ich, für die Zukunft sehr wichtig wird. Es gibt zum Beispiel noch keinen AK-Netzneutralität, aber er wäre dringend mal nötig, denn insbesondere hier sind ja solche ökonomischen Fragen, also kapitalismuskritische Fragen echt angebracht, da würde sich bringen und man wird wahrscheinlich auch seinen Blick nach Brüssel richten müssen, um zu wissen, was in 2, 3 Jahren denn da so kommen wird. Ich möchte mal jenseits der netzpolitischen Debatten, die wir hier sowieso noch zu führen haben, Netzneutralität, digitale Spaltung und so weiter, mal 2 positive Beispiele anbringen, wo wir sagen, das sind originär linke politische Projekte, die nicht nur von links betrieben werden, die also bündnisfähig sind in der Gesellschaft,
die aber ein originär sozusagen neues Profil, sowohl was emanzipatorische Politikziele angeht, als auch was Eigentumsfragen im politischen Bereich angeht, berühren und wo man die Möglichkeit hat, was Neues zu tun. Sozusagen das erste Projekt, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, was wir auch in dem Bereich verfolgen, ist die Frage, wie geht man eigentlich mit dem kulturellen Erbe um? Also es gibt sozusagen in Deutschland mehrere 10.000 Bibliotheken, die alle große Bestände haben, die gerade die älteren Bestände mehr oder weniger vor einer Zerstörung bedroht sind. Und wir haben eigentlich weltweit, sagen wir mal, einen großen Player, der sich daran gemacht hat, diese Bestände zu digitalisieren und zu erhalten, und das ist Google. Und Google, sozusagen, ihr kennt die Google-Buchsuche sicher, hat Verträge mit großen Bibliotheken, unter anderem auch in Deutschland, abgeschlossen und digitalisiert deren Bestände. Formal sind das urheberrechtsfreie Werke oder verwaiste Werke. Faktisch ist es natürlich so, dass in jedem Land unterschiedliche Urheberrechtsvorgaben existieren, sodass nicht immer ganz klar ist, was eigentlich gemeinfrei ist von diesen Werken und was nicht. Fakt ist, Google hat, wenn das digitalisiert worden ist, das Recht an dem Digitalisat. Und das heißt, wir haben also die Situation, dass ein Konzern mit Milliarden Aufwand diese Digitalisierung vorantreibt und dass eigentlich unklar ist, wie nachher der Zugriff der Öffentlichkeit auf diese Bestände stattfindet. So dass wir sagen, es gibt in Europa und auch in Deutschland Gegenprojekte aus der öffentlichen Hand, die eigentlich das Gleiche tun wie Google. Nur dass hinterher sozusagen die öffentliche Hand die Bestände und das rechte Management dieser Bestände verwaltet. Und dass wir die Möglichkeit hätten, mit dem reichen Fundus, der bei uns in den Bibliotheken lagert, ein öffentliches Angebot zu machen. Ein öffentliches Angebot, was sozusagen demokratisch verwaltet wird, wo man ganz viele Dinge ankoppeln kann, in Universitäten, in Schulen, in Theatern und so weiter. Also wo die öffentliche Sphäre gestärkt wird. Das Problem ist, die öffentliche Hand muss Geld in die Hand nehmen. Der zweite Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen will, ist die Durchsetzung von Open Access im Wissenschaftsbereich. Auch da ist es eine Frage, sozusagen die Individualrechte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegenüber privaten Verlagen zu stärken, weil darum geht es zum Schluss. Und nur ganz wenige Verlage sichern ein Zweit- oder Mehrfachveröffentlichungsrecht zu. Und auch hier sind es die Gesetze, die möglich wären, die man machen könnte, um den Wissenschaftlern dort mehr Selbstbestimmung zu geben.